Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs für 3, der ist hier bei Crash Fortific 89. Eigentlich wollte ich jetzt, mich aufbegeben zum Grinden und Geld farmen, aber ich musste dann Folgendes feststellen. Oops, I nearly forgot. The reason for all that malarkey was so we could get the magic mirror. We better get on over to the castle, eh? Ja, super. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das beim letzten Part auch noch gemacht. Und das Schlimme ist, wenn der Bazaar jetzt dann vorbei ist, wenn wir den Zauberspiegel haben, dann, boah, schwöre ich, drehe ich durch. Weil ich meine, für Blindzocker ist es echt eine gemeine Falle. Vor allem, wenn man schon so starke Waffen haben möchte, aber nicht das Geld dafür hat. Na gut, was soll's. Begeben wir uns jetzt zum Schloss und holen uns diesen Zauberspiegel, den wir benötigen, damit wir die Barriere auf, damit wir die Barriere, die Dolmegas, geschaffen hat, um uns daran hindern zu, dass wir zu ihm vorstoßen können, zu entfernen. So, dann auf zum Thronsaal. Prince Charmels, please show us the Argon Heart you obtained. Why, it's enormous! I've never seen such a big Argon Heart before. It must be the biggest in the history of the initiation. He must have slain quite an Argon lizard to get a heart of that size. Prince Charmels, present the Argon Heart, symbol of your bravery and worthiness, to King Clavius. No. Wait. Charmels, do you swear before the Almighty Goddess that you obtained this Argon Heart from an Argon lizard slain by your own hand? Of course, Father. Because even if, for example, you were assisted by others in battle, I would still recognize your claim to the throne. But if you obtained it by any other means, I could not recognize your right to the throne. Is that perfectly clear? Yes, of course. I fought the lizard with my own hands, and a frightful beast it was too. Very well, then I congratulate you. I accept this Argon Heart as proof of your true character. Ob er Gewissensbisse kriegen wird? Oh, du bist es, Chris. Also was meinst du? Ich nehme an, du hast meinen glorreichen Auftritt miterlebt. Hast du eine Genugtuung? Alle, die mich herabgesehen haben, mussten einen kleinen beigeben. Hahaha. Nee, der kriegt keine Gewissensbisse. Der König weiß nämlich, dass, dass es eine Fälschung ist. Ach, ich sollte sich doch euch vor allem irgendwie. Und bitte den König um eure Belohnung und bewahrt stillschweigen, aber die Angelegenheit wie vereinbart. In Ordnung? Ja, wo ist der Herr König jetzt eigentlich hingegangen? Das ist die Frage. Zu dem Schatzraum? Müssen wir jetzt den Schatzraum wieder aufsuchen? Dann ist der Besitzer zum Trostsaal also jetzt vorbei. Ausgezeichnet. Niemand sagt mir, wohin er hingegangen ist. Das wäre wohl Prinz Charmels in seiner Fantasie, ne? Fällt mir auch erst jetzt auf, dass er ein völlig anderes Porträt hat als
Das ein Porträt, das überhaupt nicht ähnlich ist. Ja. Ich meine, so ein großes Argonerz wird wohl kaum auf den Ring passen. Nun, er hat ja mitgeholfen. Das muss man schon sagen. Aber warum hat er nicht gleich dieses Argonerz genommen? Das ist wenigstens noch echt. Warum musste Oscar auf eine Fälschung reinfallen? Und der König ist viel zu gütig, wie es scheint. Weil er hätte ruhig beweisen können, dass das eine Fälschung wäre und diese sogenannte Argon-Ex auf den Boden geschmissen und zu beweisen, dass es nur Glas gewesen, dass es nur Glas gewesen wäre. Weil ich kann mir vorstellen, dass dieses Argonerzenherz wirklich echt sein soll. Der muss eindeutig auf einen Trug reingefallen sein. So, mein lieber Herr König, wo steckst du denn? Im Norden, ha? Huh? Ja. Ich glaube, da müssen wir eh nochmal hin. Aber jetzt wird es Zeit, dass wir mal den König finden. Ach, dieses verdammte Schloss. Ist ein einziger Irrgarten. Ich muss wissen, wo die Schatzkammer liegt. Vielleicht müssen wir ihn dort aussuchen, oder befindet er sich aktuell beim Eingang? Das ist Prinz Jamels Zimmer. Oder? Ich glaube schon, dass es sein Zimmer ist. Ach je. Jetzt sollte ich mir lieber doch mal erstmals nach ganz nach unten begeben, weil vielleicht hilft das ja was. Vielleicht hilft mir das weiter. Oh, das ist wieder der Thronsaal. Schauen wir mal nach unten, vielleicht finden wir ihn dort irgendwo. Wo ist der König? Warum könnt ihr mir nicht sagen, wo der König hingegangen ist? Ich weiß nicht, wo sich dieser Schatzkammer befinden soll. Hab ich hier schon mal geguckt? Ist das wohl die Küche oder was? Viel zu viele Räumlichkeiten hat das hier. Viel zu viele. Ach je. Da verschwenden wir nur unsere Zeit. Jetzt werde ich mal offscreen nach dem König suchen. Ah, hier steht er! Oh Mann! Ah! Ich habe die ganze Zeit damit verbracht, nach ihm zu suchen und dabei ist er immer noch im Thronsaal drin! Und schaut in die Ferne, Herrgott nochmal! I saw my son take an Argon heart from one of the merchants. Did you even take him to the royal hunting ground? I saw everything from up here. You must tell me the truth. Out with it! I see. So this is the Argon heart he obtained with your help.
Why didn't he simply show it to me? I would not have cared about the size. I fear this means Charmels is far too immature to take the throne, or a wife. However, that is a matter between Charmels and myself. You did a fine job in taking him to the royal hunting ground. The magic mirror is in the royal vault on the fourth floor. You are free to take it whenever you wish. I have already instructed the guards to admit you. And I will take this Argon heart. It might prove useful when I need to remind Charmels of his foolhardiness. Ja, tu das. Und wir holen uns jetzt endlich mit den Zauberspiegel. Im dritten Stock, hat er gesagt. Na gut, gehen wir uns mal auf. So. Da sind wir. Und jetzt weiter nach oben. Zum dritten. Hier. Und hier ist irgendwo die Schatzkammer. Und schon den Ostflügel. Da muss ich anscheinend hier durch das Tor. Und auf die andere Seite und dann nach unten. Dann müsste ich die Schatzkammer erreichen. Und dann dürfen wir jetzt rein. Vielleicht können wir uns da noch was anderes upgraden, wenn wir schon dabei sind. Wenn da nachher mehr Schätze sind. Das willst du. So. Hier, oder? Ah, das ist sie also. Zauberhut. Und ein Kampfgabel. Oh mein Gott. Und hier ist er. Der Zauberspiegel. Wir haben ihn endlich. So, und hier sind noch ein paar Schätze, die wir abgreifen können. Eine Mini-Medaille. Und ein Teufelsschwanz. Jo, das klingt alles ganz schön bedrohlich. Aura der Gefahr umgeben. Ja, das heißt... überhaupt keine magischen Eigenschaften. Naja, aber immerhin ist so gut für die Abwehr. Und das kann Jessica deutlich dabei stellen. Besser als das Silbertriar. Und die Kampfgabel. Aber ist es besser als die Partisane? Moment. 148. 150. Nö. Schade. Partisan ist besser in der Situation. Naja, was soll's. Ah, you brought the magic mirror, if I'm not mistaken. May I have a look? That's odd. I don't sense any magic at all. Bereft of its magic power, it's no different from a normal, everyday mirror. Someone have snuck in and tampered with the mirror while it slumbered in the royal vault? No, surely not. Nevertheless, even without its magic, the mirror remains a priceless royal treasure. What's that? The magical power of the mirror is central to your errand, you say? I see, I see. Let me think. The mirror itself does not appear to be damaged. In which case, you should be able to recharge the mirror, so to speak, by exposing it to the right kind of magic. That would restore its former power. The man who taught me was a wizard and an expert in magical treasures. I'm sure he would know how to re-energize the mirror.
Unfortunately, he is retired. Now he spends his days in seclusion in his home deep in the western forest. Im westlichen Wald also. Okay, dann bleibt die Küche kalt und wir begeben uns jetzt zu dem westlichen Wald. Unser nächstes Ziel. Haben wir das jetzt mal erledigt? Da ist immer noch der König. Ich möchte nur, wollte der von Omega zu besiegen, nicht wahr? Wenn schon mal etwas finden würde, was ihn so motiviert, es käme natürlich darauf an, was das wäre. Mein älterer Bruder Eltrio hat sich ins Vor verliebt und hat auf den Thron, auf sein Land verzichtet, um bei ihr zu sein. Auf Jamels wünsche ich mir die Zielstrebigkeit, Argonia zu dienen, statt nur auf seine eigenen Wünsche zu achten, wie es Eltrio getan hat. Naja, wollen wir hoffen, dass er das doch, vielleicht Vernunft annimmt. Aber ich bezweifle das bei dem Typen. Ist auch egal, wir haben endlich den Zauberspiegel, aber lass mich raten, der Basar ist jetzt vorbei. Nein, er scheint immer noch zu laufen. Also, dann könnte ich noch weiter einkaufen, ne? Wenn ich das Geld hätte. Im Augenblick fehlt mir noch so einiges. Dann machen wir uns auf den Weg zum westlichen Wald. Können wir jetzt endlich mal übernachten, damit ich meine MP auch wieder auffüllen kann, oder geht das nicht? Immer noch nicht. Oh, jetzt geht's. So. Schon besser. Ja, wir haben gut geschlafen. Also der westliche Wald. Müssen wir mal gucken, wo der sich befindet. Westlicher Wald. Also westlich von Argonia garantiert. Dann los. Okay, keine Cutscene. So, dann wird es Zeit wieder für Baumrinds Glocke. Ja, ja, mit Säbelzahntiger-Tempo geht's einfacher. Also in der Richtung scheint er sich zu befinden, ne? Wollen wir doch mal sehen. Wow, bleibt weg. Alter! Ach, verflixten Skorpione. Eisenskorpione. Dass es nicht mehr abhaut hier. Na toll. Aber das hat ja nichts gebracht, haha. So. Weiter geht das. Das bin ich lang. Ich will mich nicht lang zu lange aufhalten lassen. Ein westlicher Wald. Moment, da steht doch was, oder? Argonsee, nee. Oder vielleicht doch? Vielleicht rund um den See? Finden wir vielleicht einen Wald? Ups. Alter! Zu viele Feinde!
So. Und tschüss. Okay, jetzt müssen wir mal weiterkommen. Nein? Nein? Bislang keine Spur. Ich weiß, was da so an dem See besonders sein soll. Wenn man nichts vorfinden kann. Ui, die Gegner sehen alle stark aus. Weiß ja nicht, vielleicht bin ich ja gerade falsch. Beziehungsweise befinde mich an einem Ort, an dem noch gar nichts sein sollte. Wow. Dass ich wieder auf OP-Gegner stoßen werde. Wow. Es ist doch in den westlichen Wald. Vielleicht weiter oben hier? Ich meine, hier gibt es genug Bäume, aber einen richtigen Wald kann ich bislang nicht ausmachen. Hier könnte man so viel Zeugs verstecken. Bislang sehe ich keine Spur von irgendwelchen Truhen. Nur einen gigantischen Haufen Monster. Ey, der flieht schon vor uns. Okay, der auch. Aber der nicht. Alter Schwede. Auch der Skorpion ist aggressiv. Na los, runter mit dir, Mann. Runter mit dir, habe ich gesagt. Ich wollte mich mal da weiter nach oben gucken, weil es sieht aus, als gäbe es da einen Wald. Es gibt dann schon keinen Weg dahin, ne? Hier ist nur... Ah! Moment. Das sieht auch interessant aus. Komm mir einfach nicht voran. Was ist denn das für ein Humbug hier? Moment, was ist da? Ah! Gib her! Ein Gebetsring. Okay. Immerhin. Etwas. Nein. Westlicher Wald, westlicher Wald. Ich glaube, ich sollte hier raus. Bringt hier anscheinend nichts. Jetzt würde ich einfach nur dem Pfad weiter folgen. Anstatt einfach vom Weg abkommen. Das Weg abkommen ist mit mir bringt mir wirklich herzlich wenig, wie ich feststellen darf. Ist auch eigentlich komisch, dass der Argon-See nichts wirklich Besonderes bietet. Oder vielleicht bin ich einfach nur so schnell, dass ich das leicht übersehen habe. Na denn, zurück zum Pfad. Sind wir bald angelangt. Das
Hier. Ich glaube fast hier lang. Hey, da haben sie auf welche niedergelassen. Da muss jetzt halt der Basar stattfinden. Bei den Menschenmassen dort kann man die wahrscheinlich im Vermögen verdienen. Aber wir ziehen einen ehrlichen Handel vor, genau wie sonst auch. Was? Was seid ihr für welche? Ja, wisst ihr, im Süden gibt's keine Städte oder Dörfer. Aber mitten im Nichts stoppt man auf einmal Schurz über dieses riesen Drachenskelett. Um zu glauben, dass damals solche weit in Bison gelaufen sind. Die Wüste wird wahrscheinlich auch noch für uns relevant. Ja. Steigen wir erstmal ab hier. Murmel, Murmel, okay. Grrr. Scheint wohl schlecht zu träumen hier. Ich bin mir nicht sicher, ob hier mitten im freien Feld, wo es von Monstern wimmelt, dass man hier ein Zelt aufschlagen sollte. Hier wimmelt es ja nur so von Monstern. Von gefährlichen. Vielleicht haben sie ja auch eine Schutzbarriere aufgebaut, wer weiß das schon. Die müssen es ja wissen. Na gut, gehen wir uns weiter Richtung Westen. Vielleicht finden wir dann irgendwann den Wald. So. Weiterer Kontrollpunkt passiert hier. Weiters. So ein lauter Puppenkasper. So viele Baumfratzen. Mann, das ist ganz schön weiter Weg. Ich frag mich echt, wo dieser Typ sein soll. Hier ist eine Stadt. Ah, aber ich glaube, wo kommt das, wenn wir ihn hier vorfinden werden? Hier waren wir, glaube ich, auch schon. Wie viel KP haben die eigentlich? Scheint zu viel, wie es scheint. Oh, Chateau Felix. Da wollen wir eigentlich nicht hin. Ach je. Ich weiß eigentlich nicht, wo dieser Wald stecken soll. Ich will nur mit den anderen beraten. So, das ist ein wahnsinniges Spiel wie geplant. Wir mussten uns so anstrengen, dass mein Kopf alles dreht wie ein Kaleidoskop. Wir haben zum Beispiel, das heißt, wir sind einen Schritt näher gekommen. Aber es kommt es gar nicht vor. Ich kann mich einfach nicht spannend nicht gefunden haben. Also du Megasetzkriegst, was du verdienst. Seit wir unsere Hand auf der Megasetzkrieg weichen, wir brauchen uns meine Wut auf ein bisschen abgeflaut. Also musste ich wieder etwas aufladen, du weißt schon.
das Blut wieder in Valon zu bringen und so. Nun, da wir uns vom Schamlos verabschiedet haben, darf ich mich vielleicht bekümmern, dem Brautvater zu fragen, was er von seinem künftigen Schwiegersohn hält. Das geht überhaupt nichts an. Wie der zweifellos bewusst sein durfte. Ist nicht nötig, kann ich traute zu fragen, was er von mir jetzt im Fensterblick spricht, durch Bände. Ich weiß nicht, ich werde es ihm nicht schlau. Und der Großfertige entwirkt doch eigentlich immer ziemlich muffig. Da weiß man nie, wo man mit ihm ist. Lass den Philippanz und bald euch ein bisschen. Habt ihr vergessen, dass wir mitten durch den Kreise stecken? Das können wir auch nicht mehr sagen. Ich würde sagen, wir werden uns den nächsten Part auf die Suche begeben. Und wie immer, wenn es dir gefallen wusste, bitte ich dich zu bestätigen, bis eins Daumen nach oben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crushed Food Fig 89 bis zum nächsten Part von Let's Play. Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs für 3DS. Also, wir sehen uns. Tschüss, Leute! Now you know.